Und damit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, wir sind ja gerade abgestürzt und sind jetzt hier irgendwo. Wo genau, weiß ich jetzt allerdings nicht. Mit dem Fallschirm runtergekommen. Haben jetzt hier diesen Kollegen erledigt und von ihm die Knarre geholt. Denn, ja, okay, den habe ich auch. So, und jetzt müssen wir irgendwie hier wieder rausfinden. So. Ich will nur so viel sagen. Ich habe Übung im Schleichen. Durch Hintereingänge von Bars, aus Schlafzimmerfenstern. Die Details tun nichts zur Sache. Wie auch immer. Sobald die Deutschen erledigt waren, setzte ich meine Fähigkeiten ein und machte mich auf den Weg nach Westen zur britischen Front. Geräuschlos wie eine streunende Katze. Zwischen mir und der britischen Front lagen deutsche Schützengräben. Deutsche Geschütze. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. Das ist doch nicht Berlin, Leute. Was habe ich jetzt geworfen? Oh Mann, ey. Habe ich kein, wie nennt sich das? Fernglas mehr? Da, zu Fuß. Pengieren, Primärwasser, Gadget, Feuermodus, Gasmaske. Köder. Okay, das war das. Aber ich habe kein Fernglas mehr, oder? Was soll denn der Mist, ey? Okay. Ich würde jetzt schon sagen, das Spiel hat sich jetzt aufgehangen. Oh mein Gott, ey. Mein Glückstag. Die Briten hatten sich offenbar zu Tee und Gebäck zusammengesetzt, anstatt die Deutschen zu behaken. Trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen, bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten. Ja. Versteckte Sachen finden. Scheiße.
Was für ein Scheißtag! So, den haben wir. Gucken, ob wir den auch so sneaky erledigen können. Ich hoffe es nur mal. Jawohl. Fast scheiße gebaut, würde ich mal sagen. Ich will kein Maschinengewehr. Also Sneaky-Missionen sind immer schwierig, meiner Meinung nach, denn ich bin da gar nicht so gut drin. Na los, du kannst kommen. Nicht so laut, du Idiot! Schauen wir mal, ob wir den so erledigt kriegen, würde ich mal sagen. Ja, los, komm her. Halt endlich! Den haben wir auch. Finde diesen Bastard und töte ihn! Wir müssen ihn finden! War das ein? Na los, komm, beweg dich! Einmal zu früh geschlagen. Oh, Glitching, yeah! Alles klar, weiter geht's. Ah. Oh, ist das Gewehr dreckig. Sache, wie hier überall die Ratten langlaufen, ey. Auch geil gemacht. Auch die ganzen Granaten, die hier noch rumstehen. Naja. So wie das ja jetzt aussieht, muss ich hier vorne auf die Straße wieder. Oh, nee. Ah, wie ich Schleichmissionen hasse, Leute. Echt ohne Witz. Ich will gar nicht wissen, was der da entdeckt hat, der Penner.
Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Das ist mir egal. Hast du das verstanden? Das ist mir egal. Kapiert? Komme ich nicht hier weiter? Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Scheiße. Es kommt drauf an, wie viele das sind. Scheiße. Aber ganz ehrlich, Leute, woher wolltet ihr... Wir müssen ihn finden! Wir müssen ihn finden! Wo denn, Alter? Wir haben meine Freunde getötet! Du bist in Unterzahl! Sieh da hinter der Deckung nach! Beeilung! Er darf uns nicht entwischen! Halt dich bereit! Er kann überall sein! Scheuch ihn auf, damit ich ihn abknallen kann! Sieh da hinter der Deckung nach! Meine Güte. So, wieso kann ich jetzt hier nicht die Knarre wechseln? Darf ich das jetzt nicht? Anscheinend nicht. Wo bist denn du jetzt hin? Komm, beweg deinen Arsch. Ich glaube, ich wähle jetzt mal den rechten Weg, denn ich habe keinen Bock nochmal auf so ein Feuergefecht. Ich hab ja gesagt, diese Schleichmission, die hasse ich. Oh ne, das mache ich jetzt nicht, Leute.
weg. Holy shit, Molly. Geht doch, endlich mal ein Maschinengewehr. Mal kurz entspannen gerade, würde ich mal sagen. Denn... ist gerade ein bisschen anstrengend. So, Revolver haben wir immer noch, das ist gut, alles klar. Achtung, Feindgebiet, ja, aber ich muss nach hier. Ah, hier ist glaube ich schon mal so ein Feldhandbuch, genau. Stielgranate aufnehmen, alles klar, danke. Etwa ein Dutzend deutsche MGs in meinem Rücken veranlassten mich dazu, den Kopf einzuziehen. Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs. Ja, ja. Diese Mission könnte jetzt auch mal endlich vorbei sein. Muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Mal so nebenbei, das Spiel sieht richtig awesome aus. Aber so richtig. Irgendetwas den Absturz überstanden, das ich gebrauchen konnte? Oh. Ist das mein Flugzeug? Ja, sieht so aus. Wilson, wir sind in Niemandsland. Wir müssen los. Sofort. Ich komme nicht hoch. Scheiße. Hey. Hey. Tut mir leid. Aber du wolltest mich in einem Stück zurückbringen. Jetzt sei doch leise. Und die Orden? Wir wollten Held sein. Ich bin kein Held. Aber du hast mir dein Wort gegeben. Dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir. Oder du bist ein verlogener Bastard. Der mich verdammt nochmal erlöst. Also, was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackbear. Du bist nicht George Ricker, was? Sohn des vierten Earl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Oh. Okay, hauen wir ab hier. Wow, da hat der Typ mal dann mal was Richtiges gemacht. Der Junge hatte viel Blut verloren. Er hatte nur wenig Zeit, ihn Leben zurückzubringen. Es tut verdammt weh! Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie aufgeben. Stimmt. Jerry stoßt auf. Schaffen das, man muss sagen. Server, Steuerung, Druck. Wow. Holy shit, Alter. Weich den zu!
Scheinwerfern aus. Denn Jähs orientieren sich an ihnen. Die schießen auf alles. Wir haben es geschafft. So gut inszeniert, Leute. Das ist der Wahnsinn. Okay. Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Wirst du Blackburn? Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance. Du schuldest mir einen Orden. Ich hab alles im Griff. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt! Jäger unterwegs! Ich sichere unser Heck! So, und dann würde ich mal sagen, das war's jetzt erstmal mit Battlefield 1. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann hier auf meinem Kanal wieder zurück. Bis dahin würde ich mal sagen, ciao! Und ja,